Hallo und wieder mal herzlich willkommen zum Raspberry Pi Tutorial. Letztes Mal haben wir uns angeschaut, wie wir das Betriebssystem auf die SD-Karte bekommen, den Raspberry Pi starten und konfigurieren. Und dieses Mal schauen wir uns an, wie man eine Netzwerkverbindung aufbaut und SSH installiert und konfiguriert. Noch eine kleine Anmerkung zum letzten Video, mir ist aufgefallen, dass ich das Tastaturlayout nicht geändert habe. Also ich habe die Lokale geändert, aber nicht die Timezone und das Keyboard Layout. Das kann man aber ganz einfach nachträglich machen, indem man eingibt sudo raspi-config, dann drückt man Enter und kommt wieder in das Menü, das wir ja kennen. Da kann man dann auf Internet Options, also auf den vierten Punkt, Change Time Zone und Change Keyboard Layout noch machen. Es geht dann so, dass man hier etwas wartet beim Keyboard Layout. Dann irgendein Keyboard auswählt, das ist meistens wurscht. Das Dell USB Multimedia Keyboard sind eigentlich die meisten. Und dann hier, ich habe das jetzt schon ausgewählt. Normal muss man auf andere, dann sich seinen aussuchen, in meinem Fall Deutsch-Österreich, dann Enter drücken, der Standard für die Tastenbelegung, keine Compose-Taste und die Tastenkombination STRG Alt zurück wollen wir verwenden, um den X-Server zu beenden, also drücken wir hier Ja. Dauert es ein bisschen und wir kommen wieder zum Startmenü gleich. Und zwar genau jetzt und drücken wieder Finish und fertig ist das Ganze. So, so viel zum Tastaturlayout. Wir haben jetzt hoffentlich wieder ZZ und YY und so und unsere schönen Umlaute wieder richtig. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie das denn mit dem Netzwerk funktioniert. Ich habe hier hinten, wenn man das vielleicht sehen kann, ziemlich genau da, einen kleinen Router stehen und an diesen Router ist dieses LAN-Kabel angesteckt, dieses hier, und das stecke ich jetzt einfach an die LAN-Buchse meines Raspberry Pi. Wenn ihr keine LAN-Verbindung habt oder das Raspberry Pi A-Modell benutzen wollt, dann kann man einen Wi-Fi-Adapter bzw. einen LAN-Adapter kaufen von notmypi.org. Da gebe ich euch die Links dann in die Beschreibung. Gut, nach längerem Herumfailen habe ich jetzt mal meine provisorische Kameraeinrichtung hier ein bisschen umgebaut und ich hoffe, es geht jetzt etwas besser mit dem Fokussieren und so und Kamera umfallen und so. Ja, jedenfalls habe ich jetzt meinen Raspberry Pi ans Internet praktisch angehängt und ich hoffe, wenn ich jetzt eingebe IP, Abstand ADR, also ADDR, dann Enter drücke, dann sieht man, dass ich eine IP-Adresse bekomme. Und zwar hier. In der letzten Zeile steht INET, Abstand und dann meine IP, die in diesem Fall 10.10.2.140 ist. Es kann sein, dass es keine IP-Adresse automatisch bekommt. Dann müsst ihr gegebenenfalls bei eurem Router die DHCP-Einstellungen verändern oder manuell eine IP-Adresse setzen. Da müsst ihr euch dann selbst, oder ich werde euch in die Beschreibung noch einen Link reinhauen, wo man die DHCP-Einstellungen bzw. die manuelle Netzwerkkonfiguration sieht. Aber in den meisten Fällen, ich sage jetzt mal 80% der Fälle, sollte das hier passieren, dass man halt automatisch eine IP-Adresse bekommt. Die IP-Adresse ist natürlich nicht bei jedem dieselbe wie bei mir, logischerweise. Meistens beginnt sie mit 192.168. irgendwas. Das sind so die meisten IP-Adressen. Jedenfalls haben wir jetzt eine IP-Adresse und wir möchten jetzt praktisch ein Programm installiert haben, damit wir
über das Netzwerk auf unseren Raspberry Pi auch zugreifen können, damit wir nicht immer mit dem HDMI-Kabel in den Monitor und dann mit der USB-Tastatur und so, sondern dass wir ganz komfortabel von einem anderen Computer aus praktisch darauf zugreifen können. Dafür müssen wir uns zuerst mal die IP-Adresse merken, / aufschreiben. In meinem Fall ist das 10.10.240. Die merke ich mir jetzt einfach mal. Und dann gehen wir wieder in unsere berühmte RaspiConfig, also sudo abstand raspi minus minus config. Dann kommen wir wieder, ich kann heute nicht sprechen. Dann kommen wir wieder in das RaspiConfig-Menü. Und wir wollen jetzt tatsächlich auf die Advanced Options. Wir begeben uns auf ein Advanced Niveau. Und hier gibt es A4 SSH. SSH steht für Secure Shell. Das ist eine sichere Verbindung, mit der man Kommandos praktisch übers Netzwerk ausführen kann auf einem anderen Computer. Ich aktiviere das jetzt einfach mal und wir sagen bei Would you like the SSH Server enabled oder disabled, sagen wir please enable, danke. SSH Server enabled, wir drücken OK, wieder auf Finish und fertig. Jetzt sollten wir theoretisch von einem anderen Computer aus mit SSH Pi at dieser IP-Adresse, was wir haben, 10.10.2.140 in meinem Fall, darauf zugreifen können. In meinem Fall, wenn ich das da kurz herbringe, geht das auch schon. Da kann ich dann, wenn ich jetzt das Passwort noch eingebe, Moment, kurz schwarz. So, sieht man, dass ich hier auf dem Raspberry Pi praktisch bin. Das bedeutet, wir müssen ab nun nicht mehr mit dem HDMI-Kabel hier, mit diesem äußerst unpraktischen HDMI-Kabel, weil es sind wirklich ziemlich viele Kabel hier, auf den Pi zugreifen, sondern wir können ganz einfach über SSH eben alles machen, was wir auf dem Pi jetzt so möchten. Gut, das war es auch schon wieder für die heutige Folge. Ich hoffe, euch hat es wieder mal gefallen. Die übliche Aussage, wenn ihr noch keinen Raspberry Pi habt, besorgt euch einen sofort. Das ist das beste Gerät, das es gibt. Und ja, ich wünsche euch noch viel Spaß mit euren Pis und bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen.